So, let's go. 2018 habe ich das letzte Video gemacht, wo ich komplett die Julian Bam Geschichte zusammengefasst habe, die bis zu dem Zeitpunkt da war. Aber mittlerweile sind auch so viele neue Videos dazu gekommen. So viele neue Theorie-Videos habe ich gemacht, wo ich Storys zusammenfasse. Und da so viel Kram mit reinspielt jetzt in die Hauptvideos, die alle theoretischen Relevanz haben könnten für die nächsten Videos, habe ich mir gedacht, mache ich nochmal ein Video, wo ich alles zusammenfasse, wo alles bisher passiert ist und gebe am Ende wieder eine kleine Theorie, was ich denke, was passieren könnte. Und vor allem auch, weil das letzte Video übelst cringe von mir ist. Guckt euch mal diesen Depp hier an, also das bin ich. Und jetzt Leute, bitte, lasst jeder mal bitte einen Daumen hoch da für diese Mega-Arbeit, die ich mir jetzt hier gebe, weil ich alles zusammenfasse. Und das ist eine Menge, werdet ihr sehen. Eine Anzahl, wie lange das Video geht. Ich freue mich schon aufs Schneiden nachher. Und natürlich, Leute, lasst gerne ein Abo da zum dritten Akt dann zu Songs aus der Bohne nächste Woche. Aber würde ich sagen, let's go rein da. Erstmal die Frage, wie hat alles angefangen? Und zwar hat es angefangen am 4.3.2016. 6 Jahre ist es her. An diesem Video kam ein Video raus, das hieß Meine Banane, hey Ju. Und echt lustig, dass Ju auf diesem Thumbnail sogar eine weiße Brille trägt. Zwar mitlesen, aber okay. Und in diesem Video verwandelt sich nämlich die grüne 1 an der Tür zu einer 0. Das ist der Countdown. Der Countdown ist abgelaufen. Es hat in erster Linie nur damit zu tun gehabt, dass Ju den neuen Film von seinem Bruder promoten wollte. Aber seitdem hing die Null halt die ganze Zeit in seiner Zimmertür. Weitere Videos entstanden. Zwischendrin wurde die Null noch benutzt als Portal, um zu seinem Kühlschrank zu gelangen, um schneller was trinken zu können. Aber die Null war immer an seiner Tür. Und dann am 24.12.2016, also knapp ein halbes Jahr später, kam Santa ist der Boss. Santa ist der Boss, wohnt in meinem Schloss. Dann wiederum ein halbes Jahr später, am 14.04.2017, kam auch ein Musikvideo zum Osterhasen. Allerdings hat der Osterhase was anders gemacht, nämlich er hat auch angefangen, den Santa zu dissen. Hey, oh Santa, dein Video bietet mir eine Stadtvorlage. Du rappst so schlecht, da wäre ich viel lieber kein Ohrhase. Der erste Kampf entfachte. Der Osterhase packte sich das Osterlamm zur Seite und zu zweit rappten sie gegen Santa. Dann ist Ju umgezogen ins neue Haus und die Zuschauer haben sich gefragt, hey, die grüne Null, wo ist die? Die fehlt uns. Ju dachte sich, hey, ich hänge die an die Wand, wenn die Zuschauer sich wünschen, mache ich das. Doch was nicht geahnt hat, ist, dass dann die Null lebendig wurde und angefangen hat, Menschen zu töten. Nun bin ich frei und kann meine Bestimmung erfüllen. Krass. Aber Ju konnte durch ein grandioses Saxophon-Solo die Null besänftigen. Das war schön. Lass mich um deine Musik herumtanzen. Spät nachts im Dunkeln tauchte die Null wieder auf und fing an, mit dem Haus zu sprechen. Ja, Jus Haus kann sprechen. Es hat sogar einen Namen. Es nennt sich Justus. Ich frage mich gerade Leute, die dieses Video gucken und vorher nie Videos von Ju gesehen haben, fragen sich gerade, hey, was labert der gerade? Aber Leute, alle Sachen, die ich gerade sage, sind in die Jus Videos passiert. Wirklich, 1:1. Das Haus kann die Null besänftigen und sagt der Null, dass Ju die Null braucht. Julian braucht dich. Und die Null das eigentlich wissen müsste. Denn es zieht ein Sturm auf. Ein Sturm zieht auf. Die Null nimmt es an, was das Haus sagt und fliegt wieder zurück an die Tür von Ju. Ein paar Videos später im Video Was ist mit der Nase los, sagt der Zeichner auch zu Ju. Ein Sturm zieht auf. Sturm? Und als Ju fragt, was er dagegen tun soll, hat der Zeichner nur gesagt, dass er sich selbst kennenlernen müsse und abonnieren müsse. Damals ging es um seinen Zweitkanal, Boogie & Jam, also Jus Cousin, der irgendwann verschwunden ist. Die haben zwar damals gegenseitig so Diss-Tracks gemacht, aber irgendwann hat sich Boogie & Jam irgendwie aufgelöst und gab es nicht mehr. Oder vielleicht kommt er wieder. Am 17.11. kam ein neues Video raus, es hieß Alles weg. In diesem Video schreit Ju und die Null denkt, er wäre in Gefahr. Ich habe Schreie gehört. Bist du in Gefahr? Und versucht ihn sofort zu retten irgendwie. Also dachte, das wäre der Sturm, der aufkommt. Aber Julian sagt, es wäre nur Spaß und er wollte mit der Null auch mal Verstecken spielen, dass die Null halt weiß, was irrationaler Spaß ist. Aber als Ju sich dann versteckt und die Null ihn suchen soll, wird die Null einfach rot plötzlich und löst alles auf und lässt Ju alleine zurück und hat ihn dann gefunden. Also toll Verstecken gespielt, einfach alles vernichtet. Super. Die Null hat die Welt dann wieder neu erschaffen, allerdings nach ihren Vorstellungen, dadurch auch ein paar riesige Muffin-Zombies erschaffen. Dann wiederum einen Monat später kommt der Song Santa bleibt der Boss, wo der Santa der Boss auch gegen Osterhasen wettert zusammen mit dem Christkind. Jeder findet mich toll, doch du hast mich gedisst, kein Plan, was das soll. Halbes Jahr später kommt der Osterhase und kündigt einen Diss-Track an, aber der Osterhase kommt nicht dazu, wieder einen neuen Diss-Track gegen den Santa der Boss zu machen, sondern wird in den Schlaf gerieselt oder so, nämlich der Sandmann bringt ihn zum Einschlafen. Morgen siehst du die Karotten von unten, Santa. Der Osterhase schläft ein, verschläft Ostern, stattdessen bringt der Sandmann einen Diss-Track raus. Zusammen mit seiner Sandfrau disst er gemeinsam den Osterhasen und den Santa. Übel nice,
Comic-Style mit brennenden Gitarren und steckt die grünen Nester von den Mustelary in Flammen. In dem Video merkt euch diese Karte von Drew, redet auch das Haus zum ersten Mal mit Drew. Ich bin dein Haus. Weil vorher die Vermutung war, dass der Sturm, der aufziehen würde, der Sandmann wäre. Allerdings hat das Haus zu ihm nur, dass der Sandmann nur ein Sandsturm wäre und der eigentliche Sturm eigentlich noch kommen würde. Und das Haus sagt in dem Moment auch: Alle Boten müssen sich versammeln, denn der Mond schaut nicht mehr lange nur zu. Dann ist es soweit, O-Stars und der Boss wollen sich rächen an dem Sandmann für den Diss-Track und kündigen einen Diss-Track an, gemeinsam gegen den Sandmann. Hast du Wetterbericht gehört? Ja, ja, der Sturm geht mir richtig auf die Eier. Zeit für ein bisschen Gegenwind. Und der findet auch statt dann. Ich glaub, du fängst an, den Mann zu spinnen. Dann vergeht mir eine ganze Weile, wo nichts weiteres zu der gesamten Hauptstory passiert. Hat weitere Videos kommen, aber nichts damit zu tun. Bis auf eines Tages Drew schweißgebadet auf sein Bett auswacht, weil er einen Albtraum hat von dem Mond und einem Sturm. Also geht Drew raus in den Garten und fängt wieder an, mit dem Haus zu reden und wollte sich auch bei dem Poolbau bei dem Haus entschuldigen, der ja ein bisschen schiefgelaufen ist damals. Und das Haus sagt darum in dem Moment, dass der Mond die drohende Gefahr ist. Solange die Boten sich nicht zusammenschließen, wird der Sturm verheerend sein. Drew muss nach dem Haus zufolge alle Boten miteinander vereinen, damit sie gegen den Sturm kämpfen können. Also schreibt Drew einen Brief an Santa, um ihnen das mitzuteilen. Es gibt nur einen, der helfen kann. Santa der Boss. Und ein weiterer Wächter kommt ins Spiel, die Zahnfee. Die Zahnfee bringt einen fulminanten Diss-Track raus, wo sie einerseits gegen O-Stars, dann der Boss disst, nämlich dass beide die Zähne kaputt machen mit ihren Süßigkeiten. Santa und Hase machen Kinderzähne kaputt, mit Schoko ist Schluss, genug Zucker verputzt. Schokohase und Weihnachtsmann-Schoko, ne? Und lobt den Sandmann, dass er die Kinder zum Schlafen bringt, dass die Zahnfee in Ruhe die Zähne snacken kann. Aber danke an Sandmann, dass die Kinder gleich so tief schlafen. Die Zahnfee singt von sich, dass sie kein nices Wesen ist und sagt, dass die anderen eher so einen Kindergartenkram machen mit den Diss-Tracks und die Zahnfee eher die erwachsene Person ist. Daraufhin droppt auch die Tochter von der Zahnfee. Ich gehe davon aus, dass die Tochter ist, weil sie an der Stelle sagt: Ich sag schon, was Papa sagt, sonst kriegt ihr alle Zahnbelag. Ja, und der Vater ist dann die Zahnfee wahrscheinlich. Die Tochter der Zahnfee sagt nämlich, dass der Mann im Mond nicht mehr lange nur zuschauen würde, was das Haus ja auch bisher schon gesagt hat. Sie sagt, dass, so wie das Omen es sagt, es nur noch ein paar Monate dauert. Und die Zahnfee die Zähne nur sammelt für eine globale Macht, um in der globalen Schlacht zu kämpfen. Wofür die anderen noch nicht bereit sind. Der Osterhase, Sandmann und der Osterhase. Der Osterhase, Sandmann und der Santa. Mit Hilfe von den Zähnen schafft die Zahnfee einen Schutzwall zu erstellen, der sie schützt. Ob nur die Zahnfee oder die ganze Welt, weiß ich nicht. Nachdem das Schutzwall aufgebaut wurde, sieht man eine Kamera vom Mond auf die Erde, wo eine Figur mit blauen Strichen an den Füßen barfuß auf dem Mond steht und Richtung Erde guckt. Der Mann im Mond. Dann vergeht wieder eine gewisse Zeit und der Santa, der Boss, ist wieder dran mit einem weiteren Song. Diesmal erreicht ihn aber der Brief, den Drew ihm geschrieben hatte, dass sich eigentlich versammeln sollen. Ein Eilbrief von höchster Wichtigkeit! Und Santa, der Boss, macht das. In dem Musikvideo spielt der Mond auch eine zentrale Rolle, meist der Mond ganz hinten, meist der Mond sehr nah weit vorne. Allerdings hat der Santa, der Boss, diesmal auch einen, der mit ihm zusammen singt, wie am Anfangs auch Rudolph und so. Diesmal aber jemanden, der ihn nicht mag, nämlich der Grinch. Der Grinch wünscht sich einfach einmal, dass er nicht mehr da sein würde und verschwindet einfach plötzlich, was selbst den Santa ein bisschen verwirrt. Ich wünschte, ich wäre nicht da! Sondern der Boss rappt immer nur auch, dass am Tag der Liebe die Wächter sich alle vereinen müssen und mit den Streitereien aufhören sollen. Damals dachte ich, dass es mit dem Valentinstag zu tun hat, aber am Valentinstag kam dann kein Video. Aber es kann mit auch Weihnachten gemeint sein, Tag der Liebe, ne? Oder nächstes Jahr. Er kann also den Osterhase überzeugen, auf der Osterinsel mit Karotten ihm zu helfen. Auf zur Osterinsel mit Karotten in den Händen, um den Hasen zu überreden, gegen Mann im Mund zu kämpfen. Und er sagt auch, dass die Boden sich vereinen müssen, bevor die Erde getränkt wird in blutrotem Schein. Bevor die Erde getränkt wird von blutrotem Schein. Damals dachte ich, dass er mit blutrotem Schein der Blutmond gemeint ist. Allerdings kam dazu auch dann kein Video, was vielleicht geplant war, aber da nicht kam. Am Ende des Musikvideos taucht der Grinch mit durch ein Portal auf dem Mond plötzlich auf und sieht jemanden, den er erstmal als Glatzkopf bezeichnet. Was bist du für ein Glatzkopf? Dann sieht man nur eine Hand, die sich ein bisschen bewegt und Axel wird ins All geschossen. Dann ist eine ganze Weile nichts passiert. Einziges, was passiert ist, dass Drew bei seinen Jahresvorsätzen damals geschrieben hat, dass er den Mann Mond bekämpfen will. An seinen Duscher hat das hingeschrieben. Dann kam Märchen asozial raus. Ein Riesenhype, aber auch nur sehr, sehr wenig Hinweise zu seiner gesamten Hauptstory. An einer Stelle sagt er, singt der Wolf lediglich nur Folgendes. Also die Zahnfee hat er kurz erwähnt. Dann gab es ein Video, das heißt Ihre verrückten Eltern, wo Drew sich vorgestellt hat, wie bei einem Date die Eltern denn so drauf wären. Und dort kommt am Ende raus, dass Annies Eltern in Wirklichkeit auch Aliens sind und eine gewisse hohe Einheit froh sein kann, dass ihre Tochter E530-0, cooler Name, endlich einen Wirt gefunden hat. Das kann erstmal alles heißen und auch nichts mit der Hauptstory zu tun haben. Aber eine Stelle hat mich ein bisschen überzeugt, dass es mit der Hauptstory auch zu tun hat. Nämlich sieht man da, dass der Vater eine sehr lange Zunge hat, mit der man der Fliege fängt.
Und wo haben wir das schon mal gesehen? Dazu kommen wir später. Dann kam Ehrenmänner of the Galaxy raus. Ein paar verrückte Star Trek parodierte Personen, das klingt auch komisch, müssen einen Karton laut der Föderation transportieren, den sie nicht reinschauen dürfen eigentlich. Sie töten ein paar Viecher nur wegen Zucker und vernichten eine ganze Rasse, nämlich auf Planeten Renzo. Doch die Bewohner von Planeten Renzo sind alle in Panik, denn sie haben dort über Gesuchtschild auf dem Planeten hängen, wo es heißt, dass sie gesucht werden. Ich habe da so einen Steckbrief gesehen. Aber wieso werden sie eigentlich gesucht? Dazu kommen wir später. Ein Kollektivbewusstsein, das sie vernichten, indem sie nur ein Exemplar von denen auf ihrem Raumschiff retten und das damit nicht klarkommen, dass oft das auf dem Raumschiff sind, als auf der Erde unten und deswegen alle sterben, bis auf einer. Ich bin ja auf dem Raumschiff. Auf dem Schiff, aber auch hier, aber aua. Ich bin gerade gefühlt 1 Million Mal gestorben. Der sich aber dann selbst umbringt und im All rumtreibt für immer und ewig. RIP. Fun Fact, das Kostüm, was diese Rezo-Wesen da tragen, ist das ursprüngliche Kostüm vom iPhone X-Man, vom alten Video von Ju. Nur die Buttons an der Seite kann man erkennen, ne? Laut Laser-Button und so, ja. Sie sind also am Ende auf einem Planeten, wo sie dachten, das Paket auszuliefern zu müssen. Auf dem Planet gibt es einen Zeitloop. Das heißt, die Zeit wird immer wieder zurückgespult ab einem gewissen Punkt. Und auf diesem Planeten lernt sie auch dieses Viech kennen, so ein haariges Stück Haare, dass sobald sie es anfassen, sie aus dem Zeitloop dadurch entkommen können. Stellt sich im Endeffekt heraus, dass das Paket zum falschen Planeten gebracht haben, sie eigentlich woanders hin müssen, nämlich zum äußeren Scutum Centaurus-Arm, was der äußere Arm von der Milchstraße ist und in der Milchstraße sind wir. Das haarige Viech, können wir uns mal merken. Aber auch da erfahren wir nichts Neues über die Geschichte von Mann im Mond, außer dass bei dem Aufbauvideo, was Jules auf Booyan Jam hochgeladen hat, auf dem Display von einem Raumstation der Ehrenmänner sehen kann, dass schon was vorgeplant war mit Mann im Mond in Gefahr. Die zweite Folge von Ehrenmänner of the Galaxy fängt so an, dass erstmal Wabu vergiftet wurde irgendwie und der Captain Jerky ihn wieder retten will. Auch sehen wir weiterhin, dass dieses haarige Viech sie weiter begleitet. Und wir lernen dann auch wieder Pete kennen, der zuerst als böse erscheint, aber den dann doch am Endeffekt helfen wollte vor einer Gefahr. Ich wollte euch nur warnen, weil es eine Falle war. Dort erfahren wir auch, dass Wabu zu einem Volk der Machipu gehört, die scheinbar durch Sänge und durch ihren grünen Daumen Pflanzen besser zum Wachsen bringen lassen können. Das können wir uns mal merken. Nachdem sie also auf dem Bikini-Planeten draufgekommen sind und wieder weggegangen sind, gab es ein bisschen Drama mit der Föderation, weil die wollten, dass die direkt die Ware ausliefern, aber doch einen kleinen Umweg gemacht haben. Im ersten Teil von Ehrenmänner of the Galaxy haben wir nämlich gehört, dass die im äußeren Scutum Centaurus-Arm gerade sich aufhalten, beziehungsweise dass deren neues Ziel ist. Im zweiten Teil sehen wir am Anfang, dass die schon im inneren Sagittarius-Arm vorzufinden sind. Wenn wir uns diese Karte hier ansehen, dann können wir auch erkennen direkt, dass sie quasi vom äußeren Rand der Milchstraße rübergegangen sind in den inneren Rand der Milchstraße. Also kommen sie wirklich in Richtung Erde. Doch sie sollten laut Föderation eigentlich einen direkten Weg nehmen, aber haben dann doch ein paar Umwege eingenommen, weswegen sie auch den Captain Jerky von seinem Thron wegkicken und zu Rose übertragen, dass sie eigentlich jetzt die Führung übernehmen sollen, das Paket ausliefern. Allerdings weigert sie sich und sie fahren weiter nach Captain Jerkys Meinung. Und es kam heraus, dass die Föderation kontrolliert wird von einem Kapuzenumhang Menschen, der scheinbar die Föderation unterwandert hat, ähnlich wie bei Star Wars Temperator. Und er hat grüne Hände oder so Handschuhhände. Dann kam Songs of the Bone 1 raus. In Songs of the Bone geht es darum, dass John plötzlich Ju ein paar Bohnen mitbringt und sobald man die isst, kann man bestimmte Sänger direkt nachsingen und sich aus brenzligen Situationen wieder befreien. Allerdings gibt es Leute, die was dagegen haben und wir lernen die Maskenleute kennen. Die Bohnen scheinbar vernichten wollen, die John irgendwo aufgegabelt hat, wo wir nicht wissen, wo. Könnten die Maskenmänner mit dem Mann im Mond zusammenarbeiten? Weil die Zahnfee-Tochter sagt ja, er ist in ein paar Monaten da. Vielleicht mit da seien die Maskenmänner gemeint. In der letzten Folge tauchen uns erstmal Thomas und Stella auf. Kannst du Stella vielleicht nehmen für eine Woche? Wer ist Stella? Das ist Stella. Thomas ist mega verknallt in Stella, aber will, dass er sie irgendwie wegbringt. Dadurch wird Ju von der Polizei unten aufgesucht, die gar nicht die Polizei ist, wird gefangen genommen und kann sich im letzten Moment nur noch retten, indem er sich raussinkt. Aber bevor er sich freischlagen kann, kam er wohl raus, dass die Maskenmänner eigentlich die Bohnen alle haben wollen, wissen wollen, wo er sie her hat. Dann kam das Video eingesperrt ohne Internet raus, wo die ganze Crew von Ju sich in dem Haus eingesperrt hat, ohne Handy, ohne Internetzugang und alle ein bisschen durchdrehen. Wenn John so Echse wird, Vince zum Steinzeitmenschen, André zum Cyborg-Cowboy, wird Ju zu einem Mönch, der fliegen kann und sich teleportieren. Damals habe ich gedacht, weil er auch eine Glatze hatte, dass es vielleicht der Mann im Mond sein könnte, dass der irgendwie in Ju's Kopf mitspielt. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich wollte es mal anmerken, falls es doch eine Relevanz hat, dass ich es hier genannt habe. Dann kam Songs of the Bone 2 raus. John und Ju treffen auf Rezo, der den Credit Story erzählt von den Bohnen, dass die Bohnen eigentlich vernichtet werden sollen, weil die Industrie so monoton geworden ist und immer schneller lebiger ist im Internet und sie durch die Bohnen halt easy Songs produzieren können, um die Maschinerie weiter anzutreiben. Deswegen wollte Rezo nicht wissen, woher er die Bohnen hat ursprünglich, John. Und er sagt, dass er sie von Curly hat. Denn Rezo will auch den Ursprung der Bohnen herausfinden, um sie endgültig zerstören zu können. Als John dann kurz auf dem Klo war, er entführt Rezo, Ju und Rezo ist auch einer der Maskenmänner. Du! Rezo?
Dann gab es wieder eine Weile keine Videos in dem Kontext zusammen. Aber ein Full-Release-Song zum Märchen-Assozial kam raus, zum Prinzessin auf der Erbse. Und da gibt es eine Strophe, wo gesungen wird. Bitte sing ich für dich, denn der Sandmann liegt in seinem Grab. Denn der Sandmann liegt im Grab. Also ist der Sandmann tot? Dann kam das Video Sagt niemals Nein raus, wo auch alle am Ende irgendwie panisch aufs Träumen auswachen. Ich hab voll mies geträumt. Ey, kannst du mal aufhören, uns zu verfolgen? Nein! Da wir vorher einen Song gehört haben, dass der Sandmann tot ist, kann das mit zu tun haben, dass sie alle nicht mehr gut schlafen können, weil der Sandmann tot ist. Am Ende von Sons of the Bone, als John versucht hat, Ju zu retten, sieht er jemanden, den er hätte nicht Ende sehen sollen, nämlich den Typen von der Endcard, der scheinbar auch einen Haufen Batzen an Bohnen hat und vor ihm flieht. Ju wacht währenddessen in Boxershorts in dem Van auf und wundert sich nur, warum er dort nackt zurückgelassen wurde in diesem Van und flüchtet. Curly könnte in letzter Sekunde retten, indem er eine Bohne in den Mund schnipst. Die kenne ich doch irgendwoher. Ja, genau. Curly. Curly. Und er sagt ihm, dass er der Architekt der Bohnen ist, dass sie John finden müssen, um sich von Maskenmännern zu beschützen. Doch Curly wird entführt und wird eine Bombe angeschnallt, Ju wird alle seine Bohnen abgenommen und sie wollten ihn retten mit Bandbohnen, haben es aber nicht geschafft und Curly explodiert und lässt ihn nur noch am Pager übrig. Nimm mein Pager! Dieser komische Typ von der Endcard sagt, er hätte alles geschafft, er ist auch Teil der Maskenmänner. Und am Telefon hat er mit ihm telefoniert, der ihm sagt, dass er auch den Pager hätte mitnehmen sollen. Pager? Aber den Pager hat er nicht, denn den Pager haben John und Ju gehabt. Und den aktiviert. Und wir sehen Logo von den Ehrenmännern of the Galaxy. Dann kam eine ganze Weile keine Videos, weil Ju auch seinen Hauptkanal auch pausiert hatte. Die Story ging nicht zu Ende. Corona kam dann auch. Und Ju meinte, er will noch drei letzten Hauptvideos machen, aber das hat sich hinausgezögert. Dann endlich aber kam es raus, Märchen asozial, die Story geht weiter. Dort ist nicht viel passiert, was die Hauptstory zu tun hat. Außer einer Stelle vom Piraten-Style, Keta Pan, wird ein Laserstrahl rausgeschickt, der durch ein schwarzes Loch fliegt und die ANUS 7 knapp trifft, in dem Curly, Ju und Babu sind. Was war das? Babu, Statusbericht. Babu. Curly ist doch eigentlich tot. Warum ist er da drin? Ha. Also muss das quasi alles in der Vergangenheit spielen, wo Curly noch lebt und noch auf dem Board der ANU-7 war, oder? Auch an der Zielscheibe hinten dran können wir sehen, dass Rezo dort an der Zielscheibe ist, mit Pfeilen drauf. Das heißt, sie sehen Rezo als böse, als Erzfeind. Aber warum das? Sie haben ja eigentlich die Klone von Rezo vernichtet. Warum ist Rezo denn auf der Zielscheibe? Und bei Keta Pan am Ende ist ja ein Happy End, dass Keta Pan und Captain Falk gemeinsam zusammen Frieden schließen und aber auch Kelly die Perücke von Struppo weggeschmissen hat. Guck mal, wer da ist. Oh. Das kann man mal merken. Aber dort hören wir auch, dass die Bohnen scheinbar gefunden wurden von einem Wolf und er sie in den Boden vergraben hat. Niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Dann gab es die letzten Songs aus der Bohne, Akt 1 und 2. Wir haben letztens Theorievideo ja gefragt, wer der Mann mit den Kassetten ist. Und ich habe ja die Theorie gehabt, dass es vielleicht Rezo selbst ist, weil er die Klamotten von Ju geklaut hat, um den Schlüssel zu bekommen, ins Haus einzubrechen, um dort die Kassetten zu finden und dort dann herauszufinden, wo die Bohnen eigentlich ursprünglich her sind. Aber ich lag falsch, nämlich es war Ju selbst, der in der Welt von Songs der Bohne die Bohnen finden wollte wieder und die Kassetten gehört hat, um dementsprechend wieder Bohnen zu finden, weil die ja ihm alle abgenommen wurden. Er hatte die Idee, er will ein Imperium aufmachen mit den Bohnen, wollte seinen Freund John auch davon überzeugen, dass sie halt Cash machen können. Als Ju dann diese Stelle findet, wo er dann graben will, um die Bohnen zu finden, kommt Kaya, der Besitzer von dem Grundstück ist, und Ju sagt ihm, dass er der Gärtner ist, Oscar. Ich bin ihr Gärtner. Oscar? Ja, genau, Oscar. Es gibt keinen Oscar. Und Kaya sagt aber, es gibt keinen Gärtner Oscar. Später aber taucht ein Gärtner auf, den Kaya Oscar ruft und der andere scheint ihn noch zu kennen. Morgen, Herr Yildirim. Hallo, Oscar. Ganz komisch. Auch in dieser Familie, wo John den Clown gespielt hat oder den Tentakelmenschen, Squid Game Menschen, weil es dort scheinbar Squid Game parodieren, aber ich habe es bis dato gar nicht gecheckt, dass das ein Squid Game Kostüm sein soll. Das bedeuten soll das mit. Kam wohl auch raus irgendwie, dass der Sohn von John auch eine lange Zunge hat. Und irgendwas mit katalanischen Nauereidechsen und im Darm eines Mammuts herangezüchtet worden ist. Aber die lange Zunge haben wir schon mal gesehen. Wenn ihr euch ein paar Sekunden vorher im Video erinnert, haben die Eltern von Annie auch diese Zunge gehabt und meinten, dass sie froh ist, einen Wirt gefunden zu haben, dass die Hohe Einheit zufrieden sein sollte. Also Ähnlichkeit auf jeden Fall ist da. Auch eine neue Figur vorgestellt, nämlich Julia, die im Gegensatz zu ihrer anderen Rolle bei Ehrenmänner of the Galaxy eher sehr dümmlich wirkt. Auch wieder ein Kontrast. Mit Hilfe von Julia können sie eine Adresse ausfindig machen, wo sie ihre Bohnen züchten können. Kommen erstmal in diese Haargruppe rein, wo sich nicht gerade Freunde machen. Aber doch können sie überzeugen, dass sie für die Bohnen bei denen anbauen können. Und diesen ganzen Überzeugen reißt auch Ju von John die Haare aus dem Kopf. Dass wir uns auch wahrscheinlich merken müssen, weil die Kamera sehr nah an die Haare an der Hosentasche gezoomt hat. Also ich denke mal, das ist wichtig. Beim erfolgreichen Anbauen dieser Bohnen gibt es eine Szene auch, wo John Wasser aus seinem Mund sprüht, um die Pflanzen zu gießen.
Das können wir uns auch mal merken. Auch sehen wir in dieser Bohnenzüchteranlage einen Pager, denselben Pager, den sie vorher von Curly bekommen haben. Ju versteckt eine Bohne in Jus Hintern. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich war oder nicht. Das werden wir dann noch sehen, ob sie die nochmal rausholen. Und sie können erfolgreich fliehen, weil die Polizei die dort entdeckt hat in diesem Bohnenzüchterding. Jetzt überlegen Ju und John, wie sie denn Geld scheffeln könnten. Da kam die Idee, hey, wir könnten doch Julia einfach ausnutzen, dass sie die Bohnen nimmt und dementsprechend sie diejenige sein wird, die bekannt wird, dass sie von ihr als Manager dann das Geld scheffeln können. Doch in dem Moment, wo sie reich und erfolgreich wird, macht sie einen Livestream, wo sie dann halt singt und merken, oh, die singt ja in Wirklichkeit gar nicht gut und muss ja als Autotune sein und bearbeiten, dass sie nicht gut singt. Und in dem Moment wird sie auch entführt von den Maskenmännern. Ich habe gar keinen Stripper bestellt. John und Ju sehen den Livestream, rennen direkt hin und können sie nicht mehr auffinden, finden die Maske noch, die von den Maskenmännern, dass die Maske einfach so liegen lassen haben, mega schusselig. Und werden auch beobachtet, nämlich von jemand anderem als von Pete, aka dem komischen Wesen auf diesem Planeten, wo es scheinbar unsichtbare Frauen im Bikini gibt. All denken jetzt natürlich durch den Livestream, dass John und Ju die Entführer sind und sie müssen entkommen, folgen der dünnsten Schule der Welt, die Julia gehörte, kommen bei der Hochzeitsfeier von Thomas und Stella vorbei. Der Pfarrer Jan sagt auch, dass wenn ich kein echter Pfarrer bin, dann soll's jetzt Frösche und Menschen regnen. Das sollten wir uns einmal kurz merken. Und Thomas hat einen Gärtner bezahlt, den Oscar, der auch wieder vorkam. Hm. Dann eine Szene später, als John und Ju abhauen können, regnet es ein Frosch. Hä? War das gerade ein Frosch? Schon mal eins von diesen beiden Sachen abgehakt, dass es Frösche und Menschen regnen soll. Sie treffen Lidiro auf einer Brücke und sie treffen Fritz Meinecke, aka einer der Survivor-Typen, der ein Schweinekopf-Ding aufhat und das scheinbar von Demon Slayer sein soll, aber ich habe Demon Slayer nie gesehen, also ich habe es nur mal auf TikTok gesehen, dass es da so ein Viech vorkommt, so ein Typ. Also was nachher nicht aufgefallen ist, dass die Survivor-Typen da auch einen Song singen, der derselbe Melodie ist wie der von Piraten-Style. Oh ho, Survivor-Style, heute Abend gibt es Menschenfleisch. Oh ho, Piraten-Style, die Insel anfimmelt CO2. Also nicht meine eigene Melodie können sie sich ausdenken, ey. Ju und Ju können wieder entkommen von den Survivern, haben die als Freunde gefunden, weil sie den Essen gegeben haben, die Rinde ist, können der dünnsten Schnur folgen, kommen zu Rezo und werden weiterhin verfolgt von Pete. Rezo erzählt ihnen erstmal, dass er sich selbst klonen will, damit er sich vor dem kranken Plan der Maskenmänner schützen kann. Julia ist bei Rezo und stellt sich heraus, dass sie nicht entführt wurde, sondern dass sie von Rezo gerettet wurde, letzter Moment. Genauso wie Ju damals auch nicht entführt wurde von Rezo, sondern auch von ihm gerettet wurde, weil Rezo eigentlich nur ein Spionageagent war, der 4 Jahre undercover unter den Maskenmenschen war, nur um jetzt Ju zu retten und auf seinem Rücken auch einen Kompass tätowiert hat. Wow, krass! Was ist da? Das sind 4 Symbole. Der ihm zu den 4 Booten, aka 4 Wächtern, den Weg den zeigt, um dort einen Kristall oder Stein zu finden, der scheinbar gegen die Maskenmänner deren Plan helfen soll. Rezo sagt auch, dass in der Prophezeiung niemand sagt, wer die 4 Wächter oder welche Booten sind. Und keiner weiß es. Die 4 Symbole kann man ganz deutlich auf Jus Rücken erkennen. Nämlich ist einmal der Osterhase, einmal die Zahnfee, einmal Santa und einmal der Sandmann. Auch wenn ich erstmal gedacht habe, bei dem Ei, das wäre der Sack vom Sandmann. Und bei der Spielfigur war ich dann verwirrt, aber das ist die Zipfelmütze da. Rezo geht auch aus, dass wenn das Symbol blinkt, sie dann dahin gehen müssen, weil dort wahrscheinlich dann der Stein ist, den sie brauchen. Auch wenn ich das nicht ganz so glaube, dazu kommen wir aber auch später. Dann gibt es ein kleines Chaos, die ganzen gefakten Klone von Rezo kommen frei und um sich frei zu kommen, tanzen sie einmal Backstreet Boys mäßig alle zusammen, während John als Tanzmove die ganze Zeit die Arme oben lässt. Wir wissen wieso. Und dann, als sie gerade einen Klon überzeugt haben, für die zu arbeiten, fällt Thomas durch die Decke und zermatscht den Klon. Wie war das vor dem Pfarrer nochmal? Es soll Frösche und Menschen regnen? Er ist eindeutig kein Pfarrer jetzt. Jetzt haben wir ihn. Rezo schafft es noch in letzter Sekunde, seinen perfekten Klon ins All zu schicken und sagt, er soll seine DNA im All verbreiten. Und jetzt ist die Brücke geschlagen zu dem damals Ehrenmann of the Galaxy Teil 1, Planeten Renzo, wieso dort auch überall Renzo war und wieso er auch gesucht war. Nämlich scheinbar von den Maskenmännern wurde er gesucht. Rezo schickt seinen perfekten Klon ins All und sagt, er soll keinen Space-Ebola bekommen. Aber fang dir keinen Space-Ebola ein, das ist super unangenehm. Wozu auch noch meine Brücke geschlagen wurde zu Babu, der gesagt hat, ich hatte so Space-Ebola. Also auch wieder hier, perfektes Storytelling, passt. Der Rezo im Raumschiff merkt, dass Haupt-Rezo gestorben wurde. Hier auch ein kleines Meme noch. Dieses Filmchen-Meme von dem einen Mädel da, umringt von schwarzen Männern. Auch sehr schön szenarisch dargestellt. Aber Rezo wird umgebracht auf der Erde. Und jetzt frage ich mich immer noch, wieso bei Ehrenmann of the Galaxy dann Rezos Bild auf der Dartscheibe war. Nun gut, Rezo hat die Maskenmänner 4 Jahre unterwandert. Vielleicht haben sie gedacht, dass er auch zu den Bösen gehört und haben deswegen ihn auf der Zielscheibe gehabt. Die Maskenmänner haben hier währenddessen die Basis von John und Ju gefunden, wo sie ihre Bohnen gepflanzt haben und machen alles kaputt währenddessen und der Pager piept weiterhin. John und Ju und Julia sind gerade unterwegs und wollen den blinkenden Kompassnadel folgen Richtung zum Osterhasen. Sie brechen in irgendein Haus ein, Julia benutzt ihre Haarnadel, die sie scheinbar schon in jeder Szene an sich dran hatte irgendwo, um dort die Tür aufzuschließen. Also als sie reinkommen, sehen wir wieder Pete, der ein Video macht, wie sie da in das Haus reingehen. Drinnen treffen sie auf einen blinden Mann, der erstmal 1000 Fallen installiert hat, um sich selbst zu schützen wahrscheinlich und trotzdem einen davon in Pfeilen ihn selbst trifft, aber auch
John. John liegt am Boden, ist kurz vorm Sterben und sieht erstaunlich ähnlich aus wie Babu, als er vergiftet wurde in Iron Man of the Galaxy 2. Jedenfalls schaffen sie es an diesen Giftpfeilen vorbei, am blinden Mann auch vorbei und treffen auf den Osterhasen, der scheinbar von einem Maskenmann umgebracht wurde, der gerade noch wegrennt und auf dem Boden liegt und tot ist. Außerdem kamen sie scheinbar zu spät und mussten durch die ganze Falle durch den blinden Mann durch, während der Maskenmann einfach so von außen irgendwie rauskornen konnte irgendwie. Nach diesem epischen Ende gibt es eine Kamerafahrt zu der Kompassnadel, wo auch die Kompassnadel von dem Osterhasen verschwindet, was eindeutig darauf zu schließen lässt, dass der Osterhase tot ist, nicht nur K.O. Die Kompassnadeln bestehen aus den Bohnen, die wir erkennen können, sonst der Bohne, und aus einem Text, den wir uns gleich nochmal anschauen. So, das ist jetzt zusammengefasst alles, was bisher passiert ist und was relevant sein könnte in irgendeiner Art und Weise. Alles Wissen geballt in einem Video. Oh mein Gott, Leute, lasst auf jeden Fall hier schon mal einen Daumen hoch da, weil das war echt krass jetzt. So, was steht auf diesem Text aber jetzt drauf? Was könnte passieren? Was für Hinweise gibt es? Was steht mit Wurst zusammen? Dazu kommen wir jetzt alles. Ich habe nämlich den ganzen Text aus diesem Kompass entschlüsselt und für euch aufgeschrieben und es ist krass. Fangen wir beim Kreis innen an. Der kleinste Kreis, in dem steht einfach nur das Alphabet von A bis Z und dann, ja, das war das Alphabet und ich habe keinen Plan, was ich hier in diesem Kreis schreiben soll, der für euch aussieht wie Runen. Hier nochmal und dann nochmal A bis Z. A, B, C, D, F, G. Ne? Im zweiten Kreis drüber steht, wer das alles liest, schreibt mir bitte in die Kommentare, dass du die Nadel im Heuhaufen gefunden hast. Das würde mich persönlich einfach happy machen und ich werde mir hart einen drauf rubbeln, weil nur ich es weiß. Gönnt euch das neue Eternal God Merch. Okay, weird. Im Kreis darüber, also im zweiten äußeren Kreis, dort steht Nama Nesor Kenemala Fike Domina Raigan Hello Wana Melon Nema Seiken Never Let You Die Fina Mano Mala Hefor. Und noch ein bisschen mehr, das ist der Text vom Tanzerboot-Song. Im äußersten Kreis da das Interessanteste, nämlich da steht drin, wer aufmerksam ist und gute Augen hat, der kann sich hier einen speziellen Spoiler abholen. Ihr solltet Oscar den Gärtner gut im Auge behalten, denn er ist nicht die Person, die er vorgibt zu sein. Mehr werde ich euch nicht verraten. Wenn das jemand liest, behaltet euch bitte es für euch und schreibt in die Kommentare, dass ihr die Nadel im Heuhaufen gefunden habt. Zeichnet John Y. X, LOL, Roffel, ABCDFGHI. Ich bald für mich, keine Sorge. Also wissen wir schon mal, dass der Gärtner was zu tun hat. Das heißt, wir können schon mal in der Theorie sagen, der Gärtner ist böse oder hat irgendwas zu bedeuten. Es muss ja nicht böse sein. So, kommen wir jetzt nun zu meiner Theorie oder meinen Ahnungen, die ich habe. Ich habe jetzt keine so eine Theorie, die sagt, das wird genauso passieren, aber ich habe verschiedene Ansätze und ich kann in den Kommentaren ja gerne diskutieren, was ihr denkt, was wahr sein könnte. Fangen wir mal an, mal diesen Stein, der gesucht wird, um die Maskenmänner aufzuhalten, den kranken Plan zu verhindern. Was ist das für ein Stein? Manche denken, es wäre ein Mondstein einfach so, aber dann frage ich mich, wenn die Maskenmänner zum Mann im Mond vielleicht dazu gehören, warum sollten sie einen Stein vom Mond haben wollen, wenn der Mann im Mond doch selbst ganz viel davon hat? Ich glaube auch nicht, dass einfach so ein Stück Mondgestein ist. Ich glaube, es ist schon ein magischer Stein, irgendwas, das wichtig ist, was vielleicht von einer hohen Institution vielleicht auch geschützt wird und vielleicht auch abhanden gekommen ist, weil er in einem Karton von einer Crew aus weirden Leuten zusammengeschustert wurde. Hm, ihr wisst, was ich meine. Der Karton, den die Alien of the Galaxy transportieren sollten, im Namen der Föderation. Da haben sie ja kurz reingeguckt und ein helles, weißes, glänzendes Licht hat den Auge geblitzt, was wir vergessen haben, dadurch, dass es den Zeitloop gab. Aber was ist, wenn in diesem Kartonbox, was wenn da der Stein drin ist, der transportiert werden sollte? Was, wenn dieser komische Kapuzentyp wirklich der Mann im Mond ist, der im Namen der Föderation diesen Stein einfach nur haben wollte, dass die Pläne der Maske nicht aufgehalten werden können? Warum sind die Ehrenmänner auf der Galaxie überhaupt auf dem Weg Richtung Erde, also vom äußeren Centaurus-Arm zum inneren gerade auf dem Weg Richtung Erde? Wir wissen ja, sie fliegen immer weiter Richtung Erde gerade. Oder sind sie denn etwa schon da? Denn wie wir ja sehen, ist, dass Pete, dieses kleine Känguru-Viech da, was wir von Ehrenmänner auf der Galaxie 2 ja kennen, was der Crew sich angeschlossen hat scheinbar, dass das auf der Erde gerade rumgeistert. Das heißt, sind die Ehrenmänner schon längst auf der Erde gelandet und spionieren gerade so John und Joe hinterher. Auch beim Märchen Asozial hat Kelly, oder diese eine von den Jacqueline, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, hat ja die Perücke von Stroppo von seinem Kopf gerissen und die Drehlocation dort gedreht haben, ist die gleiche, wo bei Ehrenmänner auf der Galaxy 1 sie unten waren bei diesem Zeitloop-Ding und es dort ein Haarwesen gab, was diesen Zeitloop aufgehoben hat. Was ist, wenn die Haare von Stroppo durch Perücke lebendig geworden ist? Peter Pan hat die Perücke ja von Stroppo weggenommen, hat dort reingenießt und die beiseite geschmissen. Was ist, wenn die Perücke dann später lebendig wurde? Wenn Peter Pan hat magischen Staub innen drin, wenn er niest, dann kann durchaus schon was passieren mit dieser magischen Staub in den Haaren. Wird auch den Zeitloop erklären, weil in der Originalgeschichte von Peter Pan gibt es ja auch dieses Niemandsland, heißt es glaube ich, wo sie niemals alt werden. Vielleicht leben die auch noch im großen Zeitloop. Gehen wir auch nochmal ein bisschen zurück. Der Zeichner in einer Folge meint ja auch, dass Chu, um den Sturm gegen anzutreten, sich mit sich selbst erstmal so finden muss und sich selbst abonnieren. Booyah and Jam. Also quasi der Cousin oder ein Klon oder Captain Jerky. Ist jetzt hier weit hergeholt, aber sind ja beide auch von Joe gespielt. Genauso, was auch zur Theorie passen würde, dass Yuyas Pendant, nämlich Captain Rose, ja auch genauso aussieht, aber schlauer ist und Yuya halt eher so ein bisschen dümmlicher gehalten ist. Was auch dazu passen würde, dass Babu ja auch genau von John gespielt wird und diesen grünen Daumen hat und mit Pflanzen gut klar kam. Wir haben ja gesehen, John kann aus seinem Mund so Wasser spreien, um die Pflanzen zu gießen. Also grüner Daumen, grüner Atem, ist da was dabei? Was mir noch aufgefallen ist, dass diese Gesichtsfärbung der Machipu, also der Vorfahren von Babu, deren Gesichtsbemalung die gleiche ist wie die von den Maskenmännern. Sind die Machipu einfach nur die Maskenmänner heutzutage, die Maskenleute?
die die Bohnen verhindern wollen, weil sie sie selbst erfunden haben mit dem grünen Daumen und so. Hm. Und als John vergiftet wurde, lag er auf dem Boden und die Szene sah genauso aus wie die, als Babu vergiftet wurde. Also Ähnlichkeit da. Auch mit der Tatsache, dass Ju die Haare von John in seiner Hosentasche hat. Warum hat er die behalten? Warum wird die doch näher gezeigt? Will er John irgendwann auch noch klonen oder was will er mit den Haaren anstellen? Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass der Osterhase dort in diesem Dorf, in dieser Stadt, in diesem Haus wohnt, nachdem seiner der Boss ihn überredet hat, mit Karotten von den Osterinseln wegzukommen. Weil er hat ja gesungen, der Osterhase wohnt auf den Osterinseln. Das heißt, er ist von den Osterinseln dahin gezogen. Hätte er es nicht gemacht, dann wäre er noch lebendig. Auch dass die Maskenmänner auftauchen, können das der Mann im Mond sein, der in ein paar Monaten da ist, wie die Zahnfee-Tochter gesungen hat. Ein paar Monate halt ein bisschen übertrieben. Auch hieß ja, dass Oscar nicht der ist, der vorgibt zu sein. Könnte es vielleicht auch derjenige sein, der mit dem Endcut-Typen telefoniert hat und den Pager auch haben wollte und so. Spielt er quasi neben Pete, quasi den Überwacher, der die beiden auch irgendwie verfolgt und guckt, wo sie gerade hin sind, weil er immer in der Nähe ist von Ju. Was irgendwie komisch ist, weil Ju hat ja den Namen Oscar frei erfunden und trotzdem sagt er ja, hi Oscar. Also heißt es wirklich Oscar, aber Ju hat sich den Namen ausgedacht. Also ach, ganz komisch irgendwie. Aber auch dieses ominöse Blinken von einem der Symbole auf Jus Rücken. Heißt es das wirklich, dass dieses Blinken nur darauf hindeutet, dass dort der Stein ist, den sie brauchen? Oder ist nur so eine Art Alarmblinken, dass der Osterhase gerade in Gefahr ist und sie sich dort beeilen müssen? Weil dieser Kompass löst sich auch auf, nachdem der Osterhase tot ist. Also ich glaube eher, dass es so eine Art Notfallsignal ist. Also wie ihr seht, gibt es hier nicht diese eindeutige Theorie, die mir jetzt gerade einfällt. Also wenn ihr bessere Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe alles zusammengefasst, alle Infos, die ihr braucht. Wenn ihr krasse Hinweise habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich versuche auch was euch zu geben, was nicht so sehr an Haaren herbeigezogen ist. Ein paar Sachen kann man von außen, dass die stimmen. Ein paar Sachen wieder ein bisschen schwierig. Also was sagt ihr, Leute? Was ist der kranke Plan der Maskenmänner? Woher kommen die Bohnen eigentlich her? Wer hat sie erschaffen? Wer steckt hinter den Maskenmännern? Ist es der Mann im Mond? Ist es der Chef von allen? Also ihr könnt gespannt sein auf den fetten Reveal der nächsten Folge. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da auch für dieses kranke Video hier bisher, was ich gemacht habe. Das Video geht Ewigkeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Haut raus, ich bin voll mit Boy, das Goodie, sehen uns wieder später. Ciao. Brody Fly, meine Identität, die bleibt geheim. Rette, wenn die beiden Keks versagen. Jeder weiß, ich flye heim.